Meine Damen und Herren, die nun folgende Sendung soll Sie an Ferenc Fricsay erinnern, der am 20. Februar gestorben ist. Sie sehen den in Ungarn geborenen bedeutenden Dirigenten bei der Probenarbeit. Mit dem Südfunk-Sinfonieorchester probt Fricsay die Moldau von Friedrich Smetana. Unser Film ist am 14. Juni 1960 entstanden. Damals hatte Fricsay bereits zwei schwere Operationen hinter sich und war ein von seiner Krankheit gezeichneter Mann. Aber ein unbezwinglich scheinender Lebenswille und eine glühende Liebe zur Musik hatten ihn noch einmal ans Dirigentenpult zurückkehren lassen. Er dirigierte nun Konzerte und Schallplattenaufnahmen, die von Kritikern als die Krönung dieses nur 49-jährigen Lebens bezeichnet werden. Als mein Kollege Rolf Unkel und ich ihn am Morgen vor unserer Aufnahme im Stuttgarter Rundfunkstudio trafen, waren wir erschüttert, wie angegriffen, ja, wie leidend Fricsay aussah. Er empfing uns mit den Worten: Meine Herren, ich weiß nicht, ob es gehen wird. Ich habe eine sehr schlechte Nacht gehabt. Ich war drauf und dran, Ihnen abzusagen. Er hatte seine Gattin herbeitelegrafiert. Es gibt in unserer Aufzeichnung eine Stelle, die man heute kaum ohne Ergriffenheit anhören kann. Gegen Ende der Probe spricht Fricsay davon, wie schön es sei, zu leben. Er wusste, dass seine Lebenszeit bemessen war. Und wenn er sich seiner schlechten körperlichen Verfassung zum Trotz auf unsere Aufnahme einließ, dann tat er es, wie ich glaube, in dem klaren Bewusstsein, dass hier ein Dokument entstand. Ein Dokument, das den nach ihm Lebenden zeigen würde, wer Ferenc Fricsay war. Unsere Aufzeichnung beginnt damit, dass der berühmte Gastdirigent durch den Orchestervorstand begrüßt wird. Dann beginnt die Probe, die allen, die dabei waren, und wohl auch vielen, die die erste Sendung im Dezember 1960 gesehen haben, unvergesslich bleiben wird. Gebracht und ich freue mich gerade eine Fernsehsendung mit Ihnen zu machen. Also wollen wir dann eben Gottes Namen anfangen, ja? Meine Herren, ist euch recht, das Schlagzeug in die Ecke, oder ist es besser, wenn Sie herüberkommen? Es ist gut so, wenn es in der Ecke ist. Gut, danke vielmals. Ich möchte Sie bitten, fangen wir die ersten paar Takte an. Vielleicht lassen wir jetzt vorlaufen, die Pizzicati darauf kommen zurück. Bitte seid so lieb, die zwei Flöten. Eingezeichnete kleine Noten spielen Sie mit. Und dann würden wir. Meine Herren, es darf man nicht hören, wo erste und zweite Flöte hereinkommen. Ihr müsst den Klang und die Klangfarbe so abstimmen, dass es nicht hörbar ist, wo die Herren wechseln. Bitte wollen Sie so nett sein, auch so anfangen, spielen es so aus nichts herauskommen. Plötzlich der erste kleine Stahl, das heißt. Diese H, C, D, C, H. In 1, 2, 3, 4. Takt. Ich spiele doch beide. Ich spiele beide Takte und die eingezeichneten Noten. Bei mir steht. Jawohl, den spielen Sie durch. Nee, sind Sie etwas ausgehen. Das macht nichts. Geh mal weiter. Bitte seid so lieb, wollen wir noch mal.
Schön, schön. Jetzt ist schon viel ausgeglichen. Dankeschön, das ist nett. Bitte seien Sie so gut, sind Sie ein bisschen leiser im Anfang. Geht es? Dieser gewisse Punkt, wenn Sie ein bisschen nachstoßen, Herr Glas, ja. Auch. Warte, da. Das ist hörbar, ist dieser Punkt noch da. Bitte wollen Sie so nett sein, noch einmal zusammen. Jetzt mit Pizzicato und da. So, danke vielmals. Meine Herrschaften, ich habe das Gefühl und ich habe die Vorstellung, das wird Sie, glaube ich, interessieren. Der erste Moment, wo der Moldau anfängt zu fließen, diese kleine junge Stadt ist wahnsinnig lustig und lebensfroh. Als erste Mal an die Sonnenschein, das passt auf, da möchte ich gerne haben, wie der erste kleine Stahl kommt, dann kommt ein Wassertropfen. Es heißt, bam. Geben Sie das als Farbe und da antworten Sie an die Harpe. Darf ich die Herren bitten? Richtig, danke vielmals. Meine Herrschaften, sollten die Flöten dazwischen ein bisschen Atem haben müssen, so wie jetzt, bitte begleiten Sie nicht mich, sondern die Flöte. Und auch der Wendendorf, es kann ja ein kleiner Unterschied sein, bitte gehen Sie mir die Ohren auf. Wenn es Ihnen nicht liegen sollte, ein bisschen stärker zu sein, Herr Glas, darf ich Sie bitten, ein bisschen leiser zu sein, sind Sie ein bisschen vielleicht stärker. Dann ist es ausgegeben. Bitte schön. Seid so lieb, machen wir noch einmal. Jetzt hatte ich schon eine Farbe gehabt, aber noch immer nicht dies. Eigentlich ist es für mich dieser Ausdruck, erstaunt und freudig im Leben zu blicken. Erstmal fast tanzen. Bitte seid so nett. Ihr müsst am Anfang Geduld haben, bis wir uns gegenseitig verstehen, aber dann wird es sehen, es geht sehr leicht. Sehen Sie, da ist die Stelle, danke vielmals. Können Sie aussehen den 16. Tag, meine Herrschaften, bitte seid so gut. Ohne Streich, Tag 16. Danke vielmals, einen Moment. Bitte lassen Sie zweite Flöte und zweite Klarinette weg und jetzt werden Sie so gut sein, Herr Glas, und erste Klarinette aneinander antworten. Es heißt, wenn notwendig, nach Ihrem Begriff forte zu sein eventuell. Erste Klarinette und erste Flöte. Richtig. Meine Herrschaften, da war der erste kleine Bach. Jetzt kommt der zweite Bach dazu. Und sie queren sich und kreuzen sich und geht einer nach den anderen mit Freude nebeneinander. Und das muss ich spüren. Sozusagen den Wegreißen, den Klang vom Mund. Bitte seid so lieb, die zweite Flöte und zweite Klarinette leiser als die ersten sind. Darf ich es haben? Erste Flöte. Schön. Jetzt haben wir es. Fein. Wollt ihr so nicht sein, noch einmal von Anfang bis hierher, dann glaube ich, stellt sich es zusammen. Meine Herren, wo ihr Markato habt, hintereinander sind nie zwei Markati. Wenn der Sekund vor euch kommt und ihr habt Markato, bitte stärker spielen als die Sekund dahinter. Jetzt lieber Fehler machen, aber atmosphärisch soll in Ordnung sein. Falsche Noten zählen nicht, ja? Thank you.
wunderbar. So, das ist jetzt ein Kammermusik und da hört man alle vier Stimmen und diese eine kleine Aufregung. Darf ich jetzt aber die Streicher anfangen ein bisschen bitten? Adam, meine Herren, seid ihr? Adam, Streich. Ich habe die Vorstellung, das erste Mal diese junge Wesen, also da ist ein Lebewesen jetzt vor uns, fängt an Wellen zu schlagen. Der erste Flug ist da von einem neuen Leben. Es heißt glücklich und spielen. Bitte geht's mit dem Crescendo bis Forte meinetwegen und dort den Ton ansetzen, wo die Bratschen sollen singen. Darf ich Sekundcello und Bratschen haben? Adam. Vielen Dank, fein. Jetzt dieses Zusammengewesen, alles, aber ihr braucht noch den Klang abstimmen, dass es nicht. Unbekümmert, meine Herren, wir sind noch zu jung dazu mit den. Schönen Dank, in Ordnung. Das ist die Prima. Einen Moment, bitte. Einen Moment. Da sehen Sie ein Sforzato und ein Marcato, nicht wahr? Bitte den Sforzato. Bitte seid solid. 1, 2, 3. Ein bisschen künstlich. Es ist nicht diese, ich glaube, der schönste Moment in diesem ganzen Moldau ist diese Vaterlandsliebe. Und das fängt mit diesem Gesang an. Kommt jetzt in Sonnen. Weißbogenwechsel. Vielen Dank. Da werde ich die Hörner bitten, meine Herren. Das Takt 4. Takt 3. So einen saftigen Klang. Das ganze Orchester Adam. Das 4 vor. Übergang ein bisschen holprig gewesen. Zeit nehmen dazu. 1 und bis. Und diese kam jetzt herein. Da ist der Doppelstich jetzt, nicht wahr, der Wiederholungszeichen. Das sind 4 Takte vorher oder 3 Takte vorher ein Diminuendo. Diese Diminuendo wird determiniert von die Primgeigen. Alles diese, bitte legen Sie den Diminuendo von die Primgeigen an, wenn Sie bis Pianissimo gehen. Lassen Sie, Sie brauchen nicht einschreiben, wir musizieren, Sie nehmen schon Zeit dazu. Dürfte ich einen Moment 5. Takt nach Adam, Prim und Horn haben? Dankeschön. Richtig, wenn Sie noch auf eine Glocke denken, dann wird es Tim, also der zweite Phase von dem Ton, nicht Tim, Tim. Darf ich einmal Prim haben, 5. nach Adam? Schön. Ja, Horneinsatz. Nicht nur Horn, meine Herren, bring auf den Hornklang. Setz da. Zusammen, Adam. Sekunde.
jede Sekunde sind so gut. Mit Ohr die Sechzehntel erfassen. Spiel mal kaum Musik, ich bin nicht da. Ruth! Was? Hören Sie prim zu! Hören Sie zu! Darf ich die Hörner einen Moment bitten? Bitte wollen Sie so gut sein, so spielen. Gibt es ein attackierenden Klang, nicht nur eine Begleitung. Darf ich die Hörner einen Moment? Bisschen kürzere Stoß, seid so gut. 6 vor Bertha ist es. 5 vor Bertha. 5 vor Bertha. Moment, Sie spielen? Moment. Anstatt. Und kürzer stoßen. 1, 2. Was? Wollen die Herren noch so nett sein? Ich höre den ersten Horn heraus, die ganze Gruppe um ihn herum. Alle 4 gleichmäßig. Kürzer. 1, 2. Danke vielmals. 5 vor Bertha, bitte schließt so an, meine Herren, Herr Fischer. Rimpapapapapiparam tariram tatam. Prim, Holz und Horn, 5 vor Bertha. Den 6. Achtel, meine Herrschaften, erwischt. Rimpapapapapitiram. Darf ich haben? Nana, dieser Auftakt ist nicht genug freudig und nicht genug staccato. Es heißt Rimpam tatiram tatiram. Seid so nett. 1, 2. Und da ist jetzt der Höhepunkt beim Bertha erreicht, Timpani. Im 2. Takt heißt das Rim, Bam, da, Tim. Kommen Sie noch dazu. 5 vor Bertha zusammen. 5 vor Bertha. 1, 2. Danke. Wollen Sie so nett sein, diese Bertha Takt viel schneller, um den Höhepunkt zu geben, so. Plötzlich schlägt sich an einen großen Fels an der Klang. Machen Sie es. Da kann ich es besser. Nein, Sie kommen zu früh. Sie kommen zu früh, das ist zu gleichmäßig. Richtig, und schon weg. Bitte seid so nett, fangen wir es noch einmal an. Bevor noch der schwere Schlüssel für Sie kommt. Wenn auf die Harfe ein Vibrato gibt, das ist diese erste Ehe. Das hat Smetana so schön geschrieben bei dem ersten Triangelschlag später. Beim Adam ist es, glaube ich, elegant. Nun, es könnte ein Triangelist fragen, wie macht man elegant einen Schlag? Der ist kein Triangelspieler. Also Sie fragen nicht. Seid so gut. Moment, meine Herren, entschuldige mal, ich komme nicht darüber hin. Mir fällt eine Parallele ein irgendwo. Es ist vielleicht das Thema nicht ganz äquivalent, aber Sie werden schon davon verstehen, was ich meine. Es kommt so ein Riesengewitter, Sonnenschein, nicht? Und plötzlich kommt ein kleiner Regenwurm heraus und steckt seinen Kopf und ist glücklich in der Sonnenschein. Und sonnt sich und
sowas weiß ich, 2-3 Zentimeter kommt ein anderer plötzlich heraus und sonnt sich und merkt diesen ersten nicht. Natürlich, was ist natürlich in Sonnenschein und Frühling fängt an zu hofieren. Und plötzlich sagt der Erste, sagt er, sagen Sie, die Trottel, merken Sie nicht, dass ich ein eigener Schwanz bin? Also, irgendwie muss diese zwei Flöte klang, irgendwie der eine Wurm und der andere. Bitte seid so gut. Der Sonnenschein muss glitzern. Jetzt kommen die Marcati. Schwieriger Punkt. 4 vor Cäsar, 4 Hörner. Bleibt einen Moment, die meine Herren. Sie haben Fortepiano drin, ja? Die Achtelbewegungen müssen heraus, nicht dadurch, dass er hervorhebt, sondern die anderen zurücktreten. Also, sagen wir, dritte Horn bläst. Ring, pop, pop, ping. Sie werden sehen, wenn Sie das einhalten, kommt von allen Himmelsrichtungen der Antwort von die 4 Hörner. Bitte seid so nett. 4 vor Cäsar. 4. Horn. Vielen Dank. In Ordnung. Wenn Sie den ersten Moment sofort der Piano schlagen, dass der 4. Horn durchkommt, Sie müssen ganz kurz sein, sonst hört man ihn nicht mehr. Sie sind von 4 Richtungen nicht eine Gruppe. Schönen Dank. Jetzt bitte nicht deswegen, weil in die Noten steht, sondern antworten Sie einander und kommen Sie mit diesen Achtelbewegungen heraus. Sie werden sehen, was für ein Spaß daran ist. Könnte ich beim Cäsar den dritten,
vierten Horn so bewusst antworten haben. Rin, param, pam, tratam, tratim, tratam, tratim, Cäsar. Erster, jetzt. Drei. Kein Diminuendo? Sie haben ein Diminuendo, bitte machen Sie es noch nicht. Bleiben Sie forte durch. Schön ist es, meine Herren. Danke vielmals. Meine Herren, wenn die Hörner jetzt da klingen, dann muss die Streich da sein. Also lasst den Horn absolut dominieren und geben Sie, wenn notwendig, Pianissimo dazu anstatt Forte. Horn und Streich. Waldjagd. Ein. Horn war da und der Streich war da. Bitte schön, Horn bleibt hier und gehen Sie mit dem Streich. Aber können Sie da ein bisschen stärker sein? Bitte seid so nett. Schön. Sehr schön. Sehr schön. Meine Herren, Posaune, Einsatz. Heißt, hin, weg. Trompete, sie rufen auf zum Waldjagd. Das heißt, rin, pram, pam, rin, pram, tatatim. Ganzes Orchester, Waldjagd. Herr Fischer, bitte schön. Sie möchten verstärken die Hörner. Rin, pram, pam, Zungenstoß, meine Herren. Ein. Gemeint, dass in den 8. bis 10. 12. Takt werden Sie verlieren schon den dynamischen Kontakt mit den Hörnern und es ist zu viel geworden. Dabei kann ich noch, ich habe es da versäumt, einen Takt 9 Horn, meine Herren. Es heißt natürlich ist es, wir machen hier erste Mal. Ich vermisse diese Freude, nicht die Jäger, sondern die Jagdhunde. Wollt ihr so nett sein? Ja, bald ja. Posaune schon zu stark. Jawohl! Dank, da ist ein Zweifel. Bitte schleudert mich nicht von meinem Arbeitstempo jetzt heraus. Bitte denkt daran. Ein Horn schreit in den Wald herein und der andere unsichtbar antwortet ihm. Tari, taram, 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 tari, taram. Lasst das verhallen. Kommt ein bisschen solistischer. Ich glaube, ich kann bei euch appellieren, wirklich auf einen solistischen Klang. Die vier Hörner hintereinander. Streich zu viel. Ein. Danke sehr. Ich möchte Ihnen vorschlagen, erstens möchte ich Ihnen auch sagen, wenn kein Fernseher dabei sein möchte, aber ich glaube, wir spielen ja für eine große Publikum jetzt, die irgendwo von den optischen her verstehen werden, diese Musik. Wir sind an ein Bauernhochzeit. Ich möchte diese Urkraft und Tollpatschigkeit
bisschen in längere Bogen haben. Es heißt Rim pam 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 tiratori tiratori tiri tim pam paratam tada rim pam pam. Der geht mit dem Faust auf den Tisch hauen, meinetwegen soll ein Aufstampfen sein. Pam pam pam. Ich glaube in diese östlichen Länder, ich komme ja von dort, ne? Ist gut, glaube. Es ist irgendwo diese Kraft, um plötzlich jetzt weiter lieb zu sein. Tiratari tiratari rim pam tada rim. Bitte lasst explodieren. Darf ich den fünften Tag nach zwei Viertel haben? Ich möchte einen längeren Bogen eher am Frosch haben, meinetwegen Froschissimo, aber es soll ein Kraftkrieg sein. Ne? Ein, zwei. Dieser Strich ist schon richtig. Tiratam, tadayim, pam. Am liebsten wäre mir, wenn der Bogen wegfliegt und Sie nachgreifen. Tirahim, tim, pam, pam, tim. Lassen Sie nur ein Freudemoment herein. Meine Herren, es ist aber mehr sofort. Lassen Sie nur ein Reserve für den Crescendo. Der Klang ist nicht genug bäuerlich. Ein, zwei, ja, bam, bam. Die sind bei den ersten vier Akkorde leider rim tat tat anstatt rim tat 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 taratari tiratari tiri tim pam parata hey ram. Ist nicht drin. Ein, zwei. Ja, bam, bam. In diesem entscheidenden Moment, wo ich stehen geblieben bin, ist nicht mehr elegant, sondern Glas, Weinglasklang, Rim, und der andere ist Stiefelklang. Also Triangel, große Timpani heißt Rim, Bam, Tim, Bam, Tiratari, Tiritim. Seid so lieb, machen wir es noch einmal. Zwei Viertel fängt an, meine Herren, direkt von vorne, also fünf, nicht fünfte Takt, sondern der ganze zwei Viertel. Brace und. Merkst nicht, dass mit den längeren Bogen ihr immer langsamer wird? Rim, bam, 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 geht's. Da, 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 da. Tarididididim, yam pam pam pati ta ti ta ta. Wie sollen die armen Herren mezzoforte einsetzen, wenn ihr bis fortissimo geht? Eins, zwei. Bassklang, bewusst, meine Herren, dass im Takt 9 Piano ist. Takt 5 ist mit sofort, dann kommt ein Riesenaufschwung und Piano. Bitte, es ist vielleicht in Ihre Ohr anders, aber wir werden schon einig. Nicht diese erdgebundene Ram-Tam-Tam-Tam, sondern ram ta 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 ra ta ri ti ra ta ra ta ra ta ri tim ta na ta dam ta ra rim pam. Ein ganzer, eins, zwei. Genug? Jetzt! Was? Jawohl! Glas! Ich glaube, denen haben Sie nicht den Gefühl, was für ein wunderbares Gefühl ist, wenn da Paare in diesen herrlichen Farbentracht tanzen und jetzt plötzlich alle ein bisschen herunter sich so beugen, nicht? Und plötzlich lieb werden. Es heißt Tiratari, 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 Tiratari. Bitte, wenn ihr das noch berücksichtigen müsst, werde ich dankbar. Ein letztes Mal den Bauernhochzeit. Wenn es gut geht.
da, di, da, da, kurz! Ja! Letzte Stelle, mein Entschuldigung. Tiratari, ist lieblicher. Meine Herrschaft, der Bauernhochzeit ist nicht zu Ende. Nur der Fluss ist weg. Wir lassen das hinter uns. Es tönt noch ein bisschen nach. Herr Glas, bitte schön, wenn Sie so nett sein möchten, bei vor Emil 4, 8, 12, 14 Takte. Nachdem Sie die D mit die zweite Flöte zusammen anfangen, synkopieren, ja? Im Takt 9 heißt es noch dann, so der kleine Glocke noch von dem Dorf tönt ein bisschen nach, folgedessen kann ein bisschen härter gestoßen sein, glockenartig. Wollen Sie bitte schön vorher den Dora? Dora. Hören Sie Flöte zu, Flöte! Lassen Sie nach! Tirata! Hören Sie Bassgeige zu! Dunkel wird's, dunkel wird's! Pause, danke vielmals. Der Pio Mosso noch möglich ist. Jetzt ist unser junger Fluss, jetzt ist er Mann geworden und jetzt geht es doch. Jetzt ist er stürmisch. Da war der große Feuertaufe. Und jetzt geht er auf sein Bahn. Zum Schluss wurde er. Es ist bei Ihnen Wischekrat drin, nicht? Der große geschichtliche Mittelpunkt der tschechischen Geschichte, wo Moldau seit x-tausend Jahren immer vorbeifließt und immer auf diesen Punkt gegrüßt hat. Denn da ist irgendwo ein heiliger Ort von diesem Land und es heißt ein edler Propatius. Also lasst es ausrotten. Dürfte ich die Herren bitten beim Kurt? Meine Herren, siebenter Tag beim Kurt. Dürfte ich Sie bitten, nicht nur ein Pianissimo zu machen, sondern nach diesem Sturm heißt es jetzt ist der Panther auf Sprung bereit. Lass uns explodieren. Darf ich bitte kurz? Ein, zwei. Sprung bereit. Vier, ein, zwei.
Plan genießen, meine Herren, und Pio Mosso, geben Sie weniger. Sie werden sehen, der ganze Klang wird so, weil die Streicher nicht mehr forcieren brauchen, sondern wie schön ist es zu leben. Das ist es, und es ist wirklich schön zu leben. Doppelstich seid so nett. Wir haben doch den schönsten Börl, muss ich sagen. Ich glaube schon. Machen wir noch einmal, ja? Wir müssen. Sprung meiner Herrschaften heißt es, jetzt kommt der letzte Krone drauf. Und da muss ich Sie noch einmal um den letzten bildhaften Moment bitten. Wir sind mit dem Fluss mitgegangen und irgendwie waren wir der Fluss. Jetzt stehen wir auf einem Berg, bleiben wir stehen und der geliebte Fluss geht uns weg. Und das heißt, immer weiter sehen Sie und zum Schluss nur ein Silberstreifchen irgendwo. Der Fluss fließt nicht weg, sondern eilt weg. Und diese Crescendo hinauf und hinunter, das ist ein so, Ade. Seid so gut, nochmal. Ein, zwei. Letzter Moment sind's noch. Lass es verhallen. Im Auftakt ist der Tempo drin. Dürfte ich, meine Herrschaften, wenn ich diese Akkorde wollte, dann hätte ich so gemacht. Nichts vom Gewicht, sondern hin. Bitte kommt sie in der Mitte von den Bewegungen. Das waren Ausschnitte aus der Probe. Sie hören und sehen jetzt die Konzertaufführung. Das Südfunk-Sinfonieorchester spielt unter der Leitung von Ferenc Frickschey die Moldau aus der Suite Mein Vaterland von Friedrich Smetana.